Herr Haspel, heute war es für FUPA Mittelbaden eine kleine Premiere, weil seit neuerdings bieten wir an, dass die Vereine uns einladen zu einem Spiel, dass wir nicht auf eigene Initiative zum Spiel gehen. Was war der Grund, FUPA heute einzuladen und hat sich's gelohnt aus Ihrer Sicht? Ja, wie gesagt, ich denke, wir hatten letztes Jahr schon mal das Vergnügen in Greffenhausen, ja, hatten wir das Spiel. Und wie gesagt, jetzt war es ja ein Spitzenspiel im Prinzip. Kleines Highlight dieses Jahr in der Kreisliga A, Zweiter gegen Dritter. Hat man nicht jede Woche und da haben wir einfach gedacht, ja, das Spiel ist interessant, vielleicht für ein paar andere auch. Wie gesagt, FUPA ist eine gute Plattform, wo gerade sich gut entwickelt. Wir sind da recht aktiv als Verein und ich finde es einfach eine gute Sache, ja, wenn man dann die Spielszenen, die Tore anschauen kann. Ja, ganz interessante Sache, denke ich, für jeden Amateursportler, wenn er sich das selber sieht. Es war eine knappe Niederlage in diesem Verfolgerduell. Wie haben Sie das Spiel erlebt? Zufrieden mit der Leistung? Ja, erstmal Glückwunsch an den FA Langenalp zum 2:1-Sieg. Ja, wie gesagt, war klar, war heute Verfolgerduell, Schlüsselspiel, so ein bisschen Vorrunde. Wir hatten 3 Punkte vor Langenalp Vorsprung. Ja, wie gesagt, muss man dazu sagen, für uns natürlich überraschender Tabellenplatz. Ja. Wir haben eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft. Ja. Wir haben jetzt nicht unbedingt mit gerechnet, dass wir nach 10 Spieltagen noch ungeschlagen sind. Aber wie gesagt, die Jungs arbeiten super. Ja. Und Spiel heute, ja, wie gesagt, die tick cleverere, erfahrenere Mannschaft. Ja, wie gesagt, hat gewonnen der FA Langenalp. Ja, ist ja letztes Jahr aus der Kreisliga abgestiegen. Und da hat man einfach, denke ich, schon gemerkt, dass die einfach ein Tick cleverer sind, ein bisschen abgebrüder in den Aktionen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben uns heute teuer verkauft. Ja, man hätte vielleicht mit ein bisschen Glück 1-0 in Führung gehen können. Wie gesagt, da habe ich ein bisschen anders gesehen wie der Schiedsrichter. Ja, da hat er eine klare Aktion, Torabschluss, ja, danach das Tor. Er hat dann Foul am Torwart gepfiffen. War schade, sonst hätten wir 1-0 geführt. Ja, aber dann, wie gesagt, zweite Halbzeit, ja, sind wir dann noch ein Tick mutiger geworden, haben dann eigentlich in einer Phase, wo wir eigentlich gut im Spiel waren, 2-0 kassiert gegen uns, haben dann aber den Anschluss nochmal erzielt und hinten raus tolle Moral gezeigt. Wie gesagt, letztendlich hat es nicht gelangt. Unterm Strich verdient der Sieg für Langenalp. Die waren heute ein Tick cleverer einfach. Ja. Ist egal, wir arbeiten weiter, wir sind positiv, wir haben eine positive, junge, gute Mannschaft, die sich jede Woche weiterentwickelt. Das Trainerteam arbeitet hervorragend mit den Jungs und es ziehen alle mit. Also von daher gesehen, ja, wenn wir die richtigen Schlüsse ausziehen aus den Fehlern, die wir heute gemacht haben, ja, denke ich, sind wir auf einem ganz guten Weg, ja, dass wir auch da die nächsten Wochen da oben bleiben werden und bis zum Schluss vielleicht hoffentlich mitspielen können und am Ende vielleicht langt es ja unter die ersten zwei. Der nächste Gegner wird ein ganz schwieriger sein. Das ist ja der Spitzenreiter Engelsbrand. Was meinen Sie, was das für ein Spiel wird? Ja, wie gesagt, ist sozusagen jetzt die Woche der Wahrheit. Heute war Langenalp da als Dritter. Nächste Woche fahren wir zum Tabellenführer nach Engelsbrand. Aber ich denke, wir brauchen da keine Angst zu haben. Ja. Die kochen auch bloß mit Wasser, ja, ganz klar. Vielleicht noch ein Tick mutiger wie heute. Ja. Erste Halbzeit waren wir vielleicht ein bisschen zu zaghaft. Ja. Wenn wir da von Anfang an mit der richtigen Einstellung und mit dem Mut rangehen, können wir da was holen, können wir gewinnen, können wir natürlich genauso verlieren. Aber ich denke, wir ziehen die Schlüsse, die Fehler, die wir heute vielleicht gemacht haben, draus. Und dann nächste Woche graufen wir voll an und spielen auf Siegen Engelsbrand, ganz klar. Herr Haspel, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Danke ebenso. Ja. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.